Es ist nicht verwunderlich, dass die heutigen leistungsfähigen Hydrauliksysteme so viel gemeinsam haben mit dem bemerkenswerten Aufbau des menschlichen Körpers. Die Hydraulikpumpe ähnelt sehr stark dem menschlichen Herzen. Die Rohre, flexiblen Schläuche und Verbindungsstücke ähneln Blutgefäßen des Kreislaufsystems. Die Hydraulikflüssigkeit ähnelt dem Blut, das durch die lebenserhaltenden Nieren gefiltert wird. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Filtertechnik, die innerhalb des Hydraulikkreises ein breites Spektrum an Verunreinigungen entfernt, ganz ähnlich der Funktionsweise von Nieren. Im Unterschied zum menschlichen Hydrauliksystem, das unter normalen Umständen selbst erhaltend ist, muss das von Menschen geschaffene Hydrauliksystem sorgfältig gewartet und gepflegt werden. 70 bis 80 Prozent der Ausfälle von Hydraulikkomponenten werden durch verunreinigtes Öl verursacht. Da die hydraulische Kraft oft der wichtigste Faktor in Großprojekten ist, kann der Ausfall stationärer und mobiler Anlagen zu großen Verlusten und unerwarteten Kosten führen. Neben den zerstörerischen Auswirkungen auf Systemkomponenten können Verunreinigungen des Öls weitere negative Folgen haben. Das Hydrauliksystem verliert einen Teil seiner Leistungsfähigkeit und Schmierfähigkeit. Ebenso wird die Fähigkeit, Wärme abzuführen, eingeschränkt und es treten Undichtigkeiten auf. Dieses Trainingsmodul von Donaldson bietet Anleitungen für eine ordnungsgemäße Filteranwendung und Kontrolle der Verunreinigungen. Wir glauben daran, dass die Donaldson-Filtertechnik Ihnen durch sauberes Öl dabei hilft, Produktionsausfälle und Wartungskosten zu reduzieren. Mit den richtigen Filterlösungen können Sie Ihre Kosten für Hydraulikanlagen senken, indem Reparatur und Austausch von Komponenten verringert werden und sich die Lebensdauer der Maschine verlängert. Wir unterstützen Sie mit unserem technischen Expertenwissen und schnellem Kundenservice. Eine gute Filterung reduziert ebenso die Kosten für den Austausch von Hydrauliköl und die Entsorgung. Als branchenführende Marke verfügt Donaldson weltweit über mehr als 1.500 aktive, erteilte und angemeldete Patente, über 1.000 Ingenieure und Wissenschaftler sowie mehr als 10.000 Mitarbeiter in 37 Ländern. Nachfolgend werden nur einige Design-Highlights der Anschraubfilter von Donaldson für Flüssigkeiten genannt, die sich durch Haltbarkeit und gleichbleibende Qualität auszeichnen. Das perforierte Mittelrohr und der Spiralfalz ermöglichen einen höheren Durchfluss. Das Design des Mittelrohrs ermöglicht einen höheren Durchfluss durch hunderte Durchflussöffnungen, ohne den Kollapsdruck des Rohres negativ zu beeinflussen. Die glatte Oberfläche verhindert den Abrieb der Faltenspitzen. Donaldson entwickelt kontinuierlich eine komplette Serie Hydraulikfilter für den Schutz von Maschinen und Komponenten für hunderte mobile Heavy-Duty sowie industrielle Anwendungen. Die Produktpalette von Donaldson beinhaltet erstklassige Hydraulikfilter, Filterköpfe, Anschraubfilter und Filtereinsätze, Prüfpunkte und Behälterzubehör. Im Folgenden betrachten wir den Hydrauliköltank. Dies ist der Punkt, an dem die meisten Verunreinigungen in das Öl gelangen. Hierbei ist es wichtig festzuhalten, dass neues Hydrauliköl nicht rein ist. Mit einem ungefähren ISO-Reinheitsgrad von 2119 liegt es bedeutend unter, weniger rein, den Normen der Erstausrüste. Deshalb empfiehlt ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, neues Öl vor der Befüllung des Hydrauliktanks zu filtern. Über den Öltank kann ebenso Wasser in das Hydrauliksystem eindringen, wenn feuchte Luft im Tank bei niedrigen Außentemperaturen kondensiert. Hier eine Reihe von Donaldson-In-Tank-Filterprodukten in hydraulischen Systemen verschiedener Anwendungen und Größen. Achten Sie bei der Betrachtung dieses animierten Hydraulikkreislaufs darauf, wie das Öl durch den Filter in den Tank gepumpt wird, um gröbere Verunreinigungen zu entfernen. Das Öl gelangt dann weiter, zum Schutz der Pumpe, in den Saugfilter. Niederdruckfilter werden am häufigsten in Hydraulikkreisläufen eingesetzt. Donaldson bietet eine breite Produktpalette an Anschraubfiltern, Filtereinsätzen und in Tankfiltern im Niederdruckbereich an, um den Filteranforderungen in nahezu jeder Anwendung gerecht zu werden. Von hier gelangt das Öl, das auf mögliche Verunreinigungen gefiltert wurde, in die Leitungspumpe. Es wird dann nochmals im Hochdruckbereich des Kreislaufs gefiltert. Die zweite Filterung dient dem Schutz teurer hydraulischer Komponenten, den Muskeln des Systems, vor Partikeln und Schmutz. Unsere Hochdruckfilter enthalten das synthetische Filtermedium Syntec. Es wurde von Donaldson speziell für die hocheffiziente Filterung von Flüssigkeiten entwickelt. Nach dem Durchlauf durch das System gelangt das Öl zurück in den Vorratsbehälter. Vorher passiert es den Mitteldruck-Rücklauffilter, der die durch den Betrieb verursachten Verunreinigungen herausfiltert. Die Donaldson Duramax-Serie eignet sich besonders für den Einsatz im Mitteldruckbereich des Systems. Duramax ist dafür bekannt, der beste erhältliche Anschraubfilter zu sein. Er wird am häufigsten für die Anwendung im Rücklauf des Systems eingesetzt. Dieser neue Duramax Filter ermöglicht es Ihnen, zwischen einem Anschraubfilter mit oder ohne integriertem Filtereinsatz ohne Wechsel des Kopfes zu wählen. Die neue Filterschnittstelle vereinfacht die Wartung und dichtet zuverlässig ab, ohne das angegebene Drehmoment einhalten zu müssen. Seine verbesserte Leistung ist für einige Anwendungen eine Notwendigkeit, um den ständig steigenden Anforderungen an die Sauberkeit von Systemen begegnen zu können. Auch wenn sich Zellulose-Medien für bestimmte Anwendungen eignen, erfordern andere Systeme synthetische Medien für Anwendungen in Mitteldruckanwendungen. Bei gleicher Medienoberfläche ist der Widerstand bei Syntec-Medien durch dünnere Fasern geringer als bei Zellulose-Medien. Donaldson's hocheffektive Serie an B- und Entlüftungsfiltern ist die Lösung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Staub im Hydrauliktank. Bei ihr kommt die Thermally Reactive Advanced Protection, TRAP, Belüftungstechnologie zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine völlig neue Technologie, die einen sofortigen und besseren Feuchteschutz für Hydraulik- und Motorölbehälter bietet. Durch diese Technologie kann nur trockene Luft in den Behälter gelangen, wenn das System einatmet. Wenn der Tank während der normalen Tag-Nacht-Temperaturschwankungen ausatmet, regeneriert die exklusive und innovative Technologie von Donaldson fortlaufend das Wasserhaltevermögen des Filters. Das steht im Gegensatz zu Filtern mit Trocknungsmittel, die häufige Wechsel benötigen. Im Folgenden einige Informationen über die ISO Reinheitsklassen, die für die Bestimmung des Hydraulikölzustands wichtig ist. Der ISO Reinheitscode 4406 besteht aus drei getrennten Ziffern, um den Reinheitsgrad einer Ölprobe zu beschreiben. Die Messung erfolgt für Partikel mit einer Größe von 4 Mikrometer und größer, 6 Mikrometer und größer und 14 Mikrometer und größer. Die daraus resultierende Kennzahl, zum Beispiel 18, 16, 13, beschreibt den Grad der ISO-Reinheitsklasse. Die vorgeschlagenen Reinheitsklassen nach ISO 4406 sind veröffentlicht. Bei beispielsweise strengen Anforderungen kann für Servoventile mit engen Toleranzen der Code 15, 13, 10 spezifiziert sein. Der weniger strenge Code 262420 eignet sich für Niederdrucksysteme mit größerem Toleranzbereich. Als Beispiel veranschaulicht der Schmutz in diesen drei Glasbehältern verschiedene Reinheitsklassen nach ISO 4406. Angefangen beim Bruchteil eines Gramms auf der linken Seite, ca. ein Drittel eines Gramms in der Mitte zu fast 5 Gramm Schmutz auf der rechten Seite. Beachten Sie, dass die stufenweise ansteigenden Zahlen der drei Reinheitsklassen den steigenden Verschmutzungsgrad und die geringere Ölreinheit anzeigen. Die meisten Komponentenhersteller geben Empfehlungen zu den Filtrationsklassen mit Hilfe des ISO-Codes an. Der Code hilft Ihnen dabei, die Filter mit den richtigen Donaldson-Medien auszuwählen, um die Spezifikationen des Herstellers einzuhalten. Es gibt jedoch noch mehr über Verunreinigungen zu wissen, die hydraulische Komponenten zerstören und einige der weltweit größten Fahrzeuge und Anlagen zum Stillstand bringen. Verunreinigungen im hydraulischen System beinhalten Feststoffteilchen wie zum Beispiel Sand, Schwemmstoffe und Metall, Lösungsmittel, Wasser, Luft verschiedener Art und Ruß. Wasser in ihrem Hydrauliksystem verursacht Probleme. Wasser ist komprimierbarer als Öl und verfügt nicht über Dicht- oder Schmiereigenschaften. Es wirkt sich negativ auf die Leistung des Hydrauliksystems aus. Andere Verunreinigungen, wie beispielsweise Sand, dringen an verschiedenen Stellen in das System ein, zum Beispiel durch abgenutzte Abstreifdichtungen. Durch mangelhafte Belüftung kann ebenso Schmutz in den Vorratsbehälter gelangen. Manchmal kann es zum Erreichen der ISO-Reinheitsklasse notwendig werden, eine Nebenstromfiltration zu verwenden. Für diese Nebenstromanwendungen eignen sich Systeme wie eine mobile Filtereinheit und Filterbodies von Donaldson. Die Analyse ihres Hydrauliköls ist ein weiterer wichtiger Schritt, um das Hydrauliksystem zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern. Regelmäßig verwendetes Hydrauliköl sollte alle 500 Stunden oder monatlich überprüft werden. Der in Modul L6 beschriebene Hydrauliköl-Analyse-Service von Donaldson beinhaltet die Auswertung der Testergebnisse und falls erforderlich spezielle Empfehlungen und Warnungen bei drohendem Komponentenschaden. Hier können Sie ebenso erfahren, wie der Hydrauliköl-Ablassintervall verlängert werden kann. Diese Wartungsinformationen dienen als praktische Anleitung die Wartungsanweisungen Ihres Anlagen oder Fahrzeugherstellers werden hierdurch jedoch nicht ersetzt.